Wir sind bei Sega, neben mir steht der Fabian. Fabian ist größer als ich, das sieht man erst auf den ersten Blick gar nicht. Fabian, wir waren gerade bei Aliens Colonial Marines drin und was mich total überrascht hat, das ist ja tatsächlich die Ingame-Grafik. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Das sind 16 Jahre harte Arbeit. Wir haben jetzt weit über 68.000 Euro in das Spiel investiert. Und, dein Jahresgehalt also? Mein Monatsgehalt. Bitte, das wird ja alles hier nicht gesendet, oder? Das ist ja für euch intern. Okay. Und wir glauben, dass das Spiel, wenn es fertig ist, dann sogar noch besser aussieht als der Film. Der ja schon sehr gut aussieht. Das glaube ich auch. Ich bin immer ein bisschen verwundert, wie Sega es hinkriegt, diese extreme Variation an IPs zu gewährleisten. Ihr habt Sonic, was ein bisschen bunt ist, ihr habt Anarchy Reigns, was ein bisschen krank ist und ihr habt Rise of Nightmares, das wurde hinten gezeigt, da kannst du Leute in zwei Hälften schneiden. Das wird hier gezeigt? Keine Ahnung, aber... Ich glaube, das sind die englischen Kollegen. Ich höre gerade zum ersten Mal davon, Leute in zwei Hälften schneiden. Alter, müsstest du eigentlich einschreiten, oder? Da werde ich auch jetzt einschreiten und ich glaube, das war die letzte Demo dieser Art. Was ja viele der Zuschauer nicht wissen, es ist heute Montag, also die Messe geht in zwei Tagen los und Rise of Nightmares wird nicht gezeigt, jetzt nachdem ich gehört habe, welche Inhalte da drin sind. Du siehst trotz, obwohl es Montag ist, schon ziemlich scheiße aus, muss ich sagen. Ich bin seit 4 Wochen hier, wir hatten da ein paar logistische Probleme. A, war das Alien-Spiel nicht fertig und B, hatten wir ein riesen Framerate-Problem, wenn Leute in zwei Hälften geschnitten werden. Okay, das ist krass. Weil ihr so viele schöne Spiele habt, da will ich euch ans Herz legen. Es gibt da so ein kleines Spiel namens Vikings on Trampolines. Vielleicht, wie sieht's aus? Habt ihr da vor, das vielleicht zu publishen? Wir sind momentan in einem relativ großen Motivationsloch, weil wir den Pitch für die Schlümpfe verloren haben. Das wäre einfach die Lizenz gewesen. Super Crossover, auch mit Sonic, schon von den Farben her. Okay. Wollten ihr nicht, dass man die in zwei Hälften schneiden kann? Oder? Nee, das war das eine. Und das andere war, dass ihr einfach von der Geschwindigkeit haut's nicht hin. Die Schlümpfe sind so schnell, Sonic so langsam. Und dann fällst du immer aus dem Bildschirm. Dann wird nur angezeigt, wo du bist. Macht keinen Spaß. Konzept durchgefallen. Und deswegen wird das Spiel in der Form leider nicht erscheinen. Einfach nur krass, Fabian von Sega, es war ein schönes Interview. Ich wünsche dir noch viel. Von Sega. Ich hole euch den mal.